Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sohn zu verschenken. Wir befinden uns dieses Mal in der schönen Oberlausitz, dem östlichsten Zipfel von Sachsen. Genauer gesagt in Ebersbach, bei Bauer Bodo und seiner Mutter Erika. Essen ist ob alle fertig. Bodo, was ich dir übrigens noch sagen wollte, weißt du, ich würde dich jetzt mal bei dieser Fernsehsendung angemeldet hier. Wie heißt es, schnell nochmal Sohn zu verschenken? Hast du doch auch schon geguckt, wo du dir zwischen mehreren Frauen ihn aussuchen kannst. Weil guck mal, ich mache mir auch so meine Gedanken. Du gehst nur schon auf die 30, Mitte 30 zu und guck keine Frau an. Also ich war ja ohne Jünger, wer soll sich denn einmal um dich kümmern? Ich brauche keine Frau, ich brauche einen Rasenmäher. Nee, Rasenmäher. Wir haben zwei draußen im Schuppen stehen. Die sind kaputt, die gehen nicht. Die brauchen einen Rasenmäher. Nein, jetzt können ist die können die Alte dann also lassen. Also auf alle Fälle, ich will ja auch mal ein paar Kinder hier haben oder jemand, der sich um mich kümmert, der dir die Schnittchen so schön schmiert. Die Kinder wie, machen nur was denkst du, wie fein das ist? Du hast ja gar noch keine Erfahrung. Was denkst du? Die jetzt, wollen doch nur eh, die wollen nicht bekommen. Auf, da kommen jetzt bald einmal welche hier auf dem Hof. Ja, und dass du da schön freundlich zu denen bist. Ne? Na, vielleicht gefällt dir ihnen. Na, vielleicht gefällt sie. Du kennst es doch da noch nicht. Nee. Du kommst also, doch hier nirgends hin. Einmal bis hier. Ich hab dir aber ausgesucht, die mir ganz gut gefallen haben. Die bestimmt auch dich schön bemuddeln können. Ne? Da bist du jedenfalls schön nett und freundlich zu denen. Gibst dir ein bisschen mit. Naja. Naja, Mutter, hätte ich nämlich auch eine Hilfe beim Wäschewaschen und beim Unkraut. Die hätten, ne? Also, guckst du dir am wenigsten mal schön an, ne? Ja, doch, man musste aber schön freundlich sein, ne? Also, musste dich schon ein bisschen zusammennehmen hier. Immer freundlich. Na, krieg mal hin, wa? Na gut, wann kommen sie denn? Na, jetzt bald, Mummel. Mummel! No? Bist du? Kannst du ja noch ein bisschen rasieren? Ich bin rasiert. Die Mutter Erika hat für Bodo drei bezaubernde Frauen ausgewählt. Die verrückte Lexi, 28 Jahre jung. Die emanzipierte Belinda, 24 Jahre jung. Und die verträumte Resi, 27 Jahre jung. So, na Bodo, wie sagt das mit dir jetzt hier? Die Mädchen werden gleich kommen. Ich habe schon Kuchen gebacken. Was meinst du denn? Willst du mir auch mal ein bisschen dich zurecht machen? Was machst denn du für ein bisschen flott machen? Der erste Eindruck ist immer der beste. Die kommen nicht zum Kuchen fressen, die kommen zum Arbeiten. Ja, ja, die sollen ja auch einen guten Eindruck von dir haben, Mensch. Alles muss ich alleine machen hier. Mein Name ist Belinda. Ich bin eine starke, unabhängige Frau.
hier richtig? Bei Bauer Bodo? Hallo, wo gehen Sie denn hin? Guck mal, mach mal Tisch. Mal. So. Ach, das ist aber schön, dass wir endlich so alle zusammen sind. Wir haben schon lange auf euch gewartet. Darf ich euch einen Kaffee geben? Nicht so viel. Ich hab dich über den ganzen Hof gesucht. Oh, also, ich bin über den Hof extra gehabt. Frisch auf. Bitte schön. Drecker euch. Danke. Bodo. Nicht so viel. So. Gut. Ich möchte keinen Kaffee. Wieso denn das? Nein, das ist gut fürs Herz. Nein, ich trinke keinen Kaffee. Was trinkst du da? Tee? Um Himmel. Tee? Oh, Tee, da muss ich euch mal gucken. Aber ich finde bestimmt schon. Ja, auf dem Bauernhof müssen noch Kräuter wachsen. Ach, nur Brennnessel, nur da haben wir viele, genau. Da kommt mein leckerer Brennnessel. Der ist gut fürs Herz und für die Durchblutung und so. Ja. Mutter, ich koche dir gleich. Ja. Das ist gut. So, frisch aufgebrüht. Dankeschön. Ja, schön. Schöne Heißschnitte, du. Bitte schön. So, nur Esther kann mal den Kuchen. Den hab ich extra für euch gebacken. Ja, Mutter, frischer Korbkuchen. Ist das sauber? Warum denn nicht? Nee. Wir haben frisches Quellwasser hier. Im Brunnen, direkt im Haus. Da kannst du schön frisch waschen, ja. Nee. So, was haltet ihr denn davon bei dem leckeren kleinen Eierlikör? Den habe ich selber gemacht. Ja. Mit den Eiern von den Hühnern. Ja, wir kriegen alle Schnäppchen. Zum Anstoßen, weil wir so schön beisammen sind hier. Ich freue mich ja, dass ihr da seid. Ach, Bodo, sag mal, brauchen wir was? Ja, ich bin auch froh. Ja. Das ist halt, ich hab Hunger, Mensch. Ja, ist auch hier. Guck dir mal Quarkkuchen, ne, wa? Ist aber schön hier, Oma, in der Küche bei euch. Na, die ist schon von meiner Uroma. Die hat die eingebaut. Oh, Bodo. No. Bodo. Danke, so, Oma, ich stell noch einen Nenn. No? Das reicht. Gerne. Oh, ach, du hast da noch andere Aufgaben. Ach so? Was denn, Bodo? Müssen wir auch was machen? Nein. Bodo. Nein. Was hast du hier Was hast du auch jetzt wieder gemacht, Mensch, ins Kindermani? Auf der Kind. Das geht euch nicht an. So, Mädels. Was machen wir denn jetzt schon? Euch zeige ich jetzt mal meinen Hof. Und meinen Trecker. Was soll ich mit dem Wetter? Da gibt's alles Mögliche. Da gibt's hier Regenjacke, Gummistiefel. Nee. Was ist denn so oft gedacht über den Hof latschen? Das ist halt so auf dem Lande. Nee, das Kräuterbeet würde ich mir gerne ansehen. Sehen wir uns an. Mit deinen Kräutern. So, los, Mädels. Ach, so. Na dann, auf los geht's. So, meine Mädels, kommt doch mal. Ich zeige euch mal meinen schönen Hof. Ja. Die schönen Ställe und meinen Drecker. Meine Schuhe. Vielleicht finde ich ja gleich ein paar Kräuter, die ich noch nicht habe. Bestimmt. Findest du. Und oben sind die Hühnerställe, ja. Die Kuhställe. Und jetzt. Die sind dort hinten. Jetzt kommen wir. Das ist eklig. Ach, so ein Knopf. So, lass mich mal. Naja, das ist so auf dem Bauernhof. Das ist meine Marie. Hier kommt mein Dünger für meine Kräuter. Ist er nicht schön? Du sollst auf meinen Dünger gucken. Oh, ist auch Mist drauf. So, weiter mal einsteigen, meine Marie. Oh nee, Bodo, weißt du was? Jetzt rein. Es ist arschkalt. Meine Schuhe sehen aus. Was denn los ist hier? Nee, da stand nur in deiner Bewerbung drin. Das stimmt. Ne, und der Misthaus, weißt du, wie das stinkt? Ich geh shoppen. Was denn die Klammer auf? Du auch nicht so.
Ach, sei für die. Ich steig mal raus. Bis zum anderen Mal, Marie. Wie schön. Oh, meine Resi, jetzt bist du die Einzige, die noch da ist. Ja. Ich erkläre dir jetzt mal meine liebe Marie, mein Goldstück. Und ab morgen kannst du anfangen mit Arbeiten. Ich? Ganz allein? Na klar. Hier tust du halten. Du gibst du Gas. Hier tust du bremsen. Das reicht. Mehr musst du nicht wissen. Aber die Schaufel muss ich doch noch runterkriegen. Die machst du hier am Hebel. Okay. Aber damit kann ich keine Kräuter aufgabeln. Die Kräuter braucht man nicht. Ja, oben hast du Licht. Das ist gesund. Ach Quatsch. Fleisch ist gesünder. Ja. Also, los geht's ab morgen. Um 7 ist Beginn. Es geht ja noch um 7. Naja, los. Da kann ich ja vorher noch Kräuter sammeln. Na ja, dann geh halt deine Kräuter sammeln. Ihr seid ja meine besten Freunde. Danke. Ist da noch was? Gut. Ja, alles gut. Da war die. Na, sage mal, wo hast du denn die Resi gelassen? Da oben oder drinnen, die Kräuter ist sie. Was macht denn die jetzt in Kräutern? Ja, Kräuter sammeln. Ein paar Kräuter sammeln. Und hier ist ja schon alles abgemäht. Naja. Ich nehme ich mit. Ein Johanniskraut. Das habe ich auch noch nicht. Ich werde mal hier zum Graben gehen. Welche? Alle wieder fort? Scheinbar. Ich weiß noch, ob sie wiederkommen. Ich hoffe. Oh, was sagt ein Kopf nicht hängen? Sag nicht traurig. Wir lösen uns was anderes einfach. Wir finden schon noch eine passende für dich. Ich hab meine. Guck mal. Ich hab doch meine Kühe. Faust nicht traurig sein. Das sind alles nicht. Mal weiß, ob das sowieso die richtigen gewesen wären, aber das wird schon noch. Ach klar, wird alles noch. Ob Bauer Bodo die Kräuter-Resi retten kann, erfahren Sie in der nächsten Folge von Sohn zu verschenken.